Und das sind wir wieder. Das letzte Spiel für den Tag, beziehungsweise, na, wieder mal falsch gesagt. Ach, erster Satz, erster Fehler. Die letzte Series für den Tag, beziehungsweise der neue Tag wird irgendwo unterwegs dann schon mal anbrechen, zumindest hier für uns in der zentraleuropäischen Zeit. Mein Name ist Herr Flamok, ich caste jetzt mit Slevin. Ja, ich habe einen hohen Verschleiß an Co-Castern heute. Also, ein Best of Free kostet mich mindestens einen Co-Caster. Ist ja auch sehr nervenaufreibend hier. Danke, dass du das nochmal hinterher liefern musstest. Wie auch immer, wir haben Nubi, die haben Titan abgezogen und sogar noch viel überzeugender Navi sozusagen abgeschoben, direkt ins Loser Bracket vom Main Event. Und da möchte ich mich mal übrigens noch entschuldigen bei den Führern, die ich eventuell verwirrt habe. Ich habe das missverstanden. Also wer in der Round 1, also Runde 1, verloren hat, der ist raus. Jo. Wer Runde 2 und 3 verliert, gewinnt etc. Also wer gewinnt, kommt in die nächste Runde, aber wer verliert, kommt direkt ins Loser Bracket vom Main Event. Also Navi ist noch nicht komplett raus, aber sie haben natürlich ja nur noch eine Series Chance jetzt im Loser Bracket, während dem natürlich Nubi jetzt sich gegen IG jetzt vorarbeiten muss und dann eventuell die Chance hat, halt ins Winner Bracket zu kommen. Und das ist halt das Ganze, worum es jetzt geht. Wie auch immer, jetzt hüpfen wir einfach mal rein in den Draft und schauen, was wir haben. Ja, da ist wieder unser Lieblings-First-Round-Ban, Lycanthrope, sowieso. Und die Enchantress gegen Newbie gebannt. Wir haben das gerade gesehen in dem Spiel gegen Navi, dass sie sehr, sehr effektiv geroamt hat im Early Game und deshalb hier keine Enchantress für Newbie. Dann Razor und Emberspirit auch raus. Kann IG natürlich auch spielen. Der Razor sehr, sehr beliebt in dem Tournament zumindest. Der Emberspirit immer noch ein starker Late Game Carry mit Battle Fury und Full Equip etc. Und die ersten Picks, Titan Tamirana und Dooms Shadow Shaman, also so Initiation, Stun Disable gegen Push und noch mehr Disable sozusagen. Ja, ich finde es eigentlich ganz interessant, dass Doom hier durchgeht, weil der Doom ist ja, wie soll ich sagen, aus der chinesischen Szene in die westliche Szene sozusagen rübergeswappt und hat dort nicht mal gar nicht so viel Popularität empfangen, weil keine Ahnung, die Europäer haben dann doch lieber andere Builds, andere Drafts gespielt, aber die Chinesen untereinander, die kennen sich, die scrimmen zusammen und da ist eigentlich Doom fast immer, keine Ahnung, First-Ban-Material, ebenfalls halt wie zum Beispiel Lycan, aber hier gegen Nubi haben sie halt gesagt, okay, Enchantress kommt raus, was natürlich interessant ist, weil Invictus Gaming, ja, die Enchantress wird gebannt. Also es ist sehr interessant, muss ich sagen. Den Sinn habe ich noch nicht ganz verstanden, aber ja, schauen wir mal. Doom ist natürlich primär gut gegen Titan, auch gegen Mirana an und für sich, aber das Gute an Doom First Pick ist einfach, dass er sehr, sehr flexibel ist. Ich glaube, jeder chinesische Pro-Spieler kann Doom spielen, an und für sich, und man kann ihn junglen spielen, man kann ihn Mitte spielen, man kann ihn Offlane spielen, man kann ihn Safelane spielen. Und damit hat man eigentlich alles abgedeckt, was man überhaupt machen kann, und ich glaube, es gibt keinen besseren First-Runden, also keinen First-Pick allgemein, weil es ist eben noch alles offen nach oben. Keine Ahnung, ich könnte auch nicht sagen, was der Doom jetzt ist in der Formation nur mit Shadow Shaman. Kann alles Mögliche sein. Müssen wir drauf schauen. Wir haben Brewmaster raus, also den Mister du kriegst mich nicht tot, weil du mich sowieso nicht triffst. Und Invoker ist halt auch in der asiatischen Szene sehr, sehr beliebt, genauso wie Krobelus, vor allem bei Newbie haben wir sie gecastet, auch in dem ersten Game, was ihr gecastet hattet, yep, glaube ich. Und ist auch sehr, sehr effektiv, weil sehr viel DPS allein mit dem Ultimate, das da rauskommt, ist auch physischer Schaden, skaliert noch relativ gut ins Late Game rein und zum Tower pushen, das ist halt genialst. Und kann ich verstehen, dass sie die hier auch rausnehmen. Wie du schon sagtest, die kennen sich ja auch alle, also das sind ja halt keine Unbekannten. Ja, yep, definitiv. Und es ist auch, wow, also wenn ich jetzt mal zurück denke, wie lange haben wir keine Mirana gesehen? Also es ist... Ja, wobei, okay. IG, ist das ein Chuan Mirana, weil das, die, ja, höchstwahrscheinlich, das ist eine Support Mirana auf Chuan. Also ja, sieht zumindest ganz stark danach aus, weil, ja, keine Ahnung, anders habe ich es kaum noch spielen sehen, obwohl, es kommt ein Earthshaker raus als Dritter. Das ist auf alle Fälle interessant. Also IG, wie gesagt, ich bin ja von den Jungs ganz, ganz stark beeindruckt. Also ESL haben sie ja so gerockt. Juan. Ja, das
Juan hat in Deutschland auf alle Fälle eine gute Erfahrung gemacht. Und es ist halt die Frage, also EG und IG, EG, IG haben sich auch schon in der eine Gruppenphase getroffen und so. Das waren auch sehr gute Matches. Und auch beide Teams, die in der ESL halt also Platz 1, 2 gemacht haben, die stehen auch relativ gut da hier in also auf dem International. Ja, wie gesagt, also sie gehören auf alle Fälle zu den Favoriten, obwohl natürlich Invictus Gaming, ja, ich ziehe sie ganz weit oben mit an. Also DK, Vici, Invictus Gaming, ich würde lachen, wenn wir wirklich ein All-Chinese, sogar Semifinal haben. Ich will es ja nicht sehen, Herrgott, ich bin Europäer, Deutscher, also gebürtiger Deutscher noch dazu und meine Güte, ich könnte mir das echt nicht vorstellen. Ja. Aber das Lustige ist, 2012, 2013, wenn wir China-Dota gehört haben, dann haben wir gedacht, oh ja, cool, 120 Minuten Farm, ein Teamfight und dann kann man den Computer ausmachen. Inzwischen ist das nicht mehr so. Ganz aggressive Strategien, ähnlich wie im CIS-Dota oder wie wir es vom CIS-Dota gewöhnt sind. Dann ja, ganz aggressive und schnelle Pushing-Strategies. Ich meine, Noob, schau das mal an, wie viel Tier-1-Tower die teilweise bis zur 10. Minute schon down kriegen. Ein, zwei Tower. Von da an fangen die an, 5-Mann-Dota zu spielen, holen sich Roshan, rotieren perfekt rein. Also, chinesisches Dota ist alles andere als langweilig derzeit. Muss man einfach so sagen. Und es ist auch wirklich straightforward. Also es ist ganz klar, auf was sie abziehen und sie kriegen es durch. Meistens einfach auch mit einem sehr guten Draft. Sie studieren halt auch ihre Gegner sehr, sehr genau. Haben wir gesehen. Titan konnte nichts dagegen machen. Na'Vi, obwohl sie es in 3 Spielen gegen Titan gesehen haben, sind im Prinzip derselben Strategie zum Opfer gefallen. Das ist ein ganz sauberes Spiel von Noobie gewesen. Also von der Execution, von der Durchführung her, muss man den Chinesen einfach sagen, sie sind wirklich am besten vorbereitet. Das stimmt, also was da auch, wie viel Zeit da schon in die Analyse reingesteckt wird nach den Games und so, und da sind ja auch dann zig Betreuer und was weiß ich da dabei, Teammanager, etc., die das sich da auch darum kümmern. Aber jetzt, der Draft geht schon weiter. Pack haben wir als dritten Pick hier für Newbie. Und ich kann übrigens auch einen Physiotherapeuten gebrauchen. Meine rechte Hand tut weh. Ja, das möchte ich gar nicht wissen. Ja, okay, das war jetzt weiterlich. Richtig. Tinker für IG und oh, Spectre. Ah, das ist aber schon eher Late-Game-lastig, beziehungsweise eher, Interessant. Doch. Interessant. Also, das Geile ist, an Newbie, man sieht hier und da immer wieder Cores rauskommen, die, ja, oft von ihnen gespielt werden, aber hier wieder komplett neuer Draft, außer Shadow Shaman. Komplett neuer Draft, die Jungs können alles. Das ist so ein bisschen, keine Ahnung, Roundhouse-Kick, was wirklich das Heldenspektrum betrifft. Das ist richtig geil anzuschauen, aber natürlich, also Spectre muss natürlich eine ganze Weile gebabysittet werden, bis sie online kommt. Dann aber natürlich wird sie richtig gefährlich. Gerade Earthshaker, Mirana, Tinker, da hast du keine gute Zeit gegen Spectre, weil es einfach so tanky und auch Burst-Damage und so weiter, wenn sie richtig tanky wird, dann kann es auch passieren, dass du halt deinem Team, also gerade in einem großen Clash-Fight, sehr, sehr viel Schaden zufügst. Plus, wir haben in Doom, das heißt, Tidehunter Ravage wird eventuell nicht so erfolgreich rauskommen, wie wir es zum Beispiel gesehen haben gegen Titan und Na'Vi. Okay, Mirana, Arrow wird eine ganze Menge Gewicht hier haben, aber Lone Druid? Ist das jetzt wirklich passiert? Das ist ein Hero, den wir sehr selten sehen und den wahrscheinlich auch vor diesem TI keiner auf der Karte gehabt hat und mittlerweile auch immer noch nicht hat und meiner Meinung nach zu Recht, weil er fällt einfach zu sehr ab. Es ist zu viel Gold, was man in den Bär an und für sich reinsteckt, der einfach im Late Game nichts mehr hergibt. Der fällt um, stirbt einmal, stirbt zweimal und dann hast du irgendwie ein paar tausend Gold in den Wind geschossen. Das kannst du dann effektiv nicht nutzen. Das ist das ganz große Problem daran. Also ich bin da ein bisschen verwundert. Ich hätte das nicht gesehen und oh, Lich für Newbie. Ja, okay, der den Lichchen kann ich verstehen. Ja. Der ist schön fürs Laning. Nimmst ein bisschen XP für den Gegner raus, holst dir deine eigene XP. Ist ein schönes Ultimate. Gerade Ultimates, die schön kombiniert werden können mit Dreamcoil. Da stehen sie sowieso alle beieinander. Und dann zack, hast du halt große Chance auf Bounces. Plus mit dem Bär hast du noch ein extra Target auf dem Feld. Also für extra Bounces und so weiter. Na, hier muss man wirklich mal schauen. Was mir nicht gefällt von Noobie ist, sie haben relativ wenig Lockdown jetzt. Ja. Also okay, Dreamcoil, dann haben wir Shadow Shaman, aber dem entgegen steht halt dann wirklich eine Ravage, ein Arrow, Fisher, Echo Slam, Mini-Stuns, Entangle und natürlich Magic Burst obendrauf von Tinker plus minus eventuell ein, sag mal, Sheepstick-Build. Ja. Das heißt, da kommt da nochmal ein Disable raus
Und dem entgegen steht halt nicht sehr viel auf Nubis Seite. Und da bin ich jetzt wirklich mal gespannt. Also vom Draft her gebe ich Invictus ein klein wenig einen Vorteil mit dem Kommentar, dass ich einfach sagen muss, wenn Spectre Online kommt, eventuell sogar einen guten Start hat, dann könnte das auch Richtung Nubi gehen. Wie auch immer, wir stellen einfach mal ganz fix die Teams vor. Ich fange wieder hier bei der Dire-Seite an. Faith spielt den Earthshaker. Dann haben wir natürlich Xai auf dem Tidehunter. Und hinterher kommt schon der ganze Train hier. Ferrari auf dem Tinker. Das wird ganz interessant, wie sehr er oder wie gut er ihn durchkriegt. YYF spielt den Lone Druid. Da bin ich auch ganz überrascht. A vom Pick, B YYF, weil ich kenne YYF Lone Druid überhaupt nicht. Also ganz, glaube ich, noch nie gesehen. Chuan in Mirana. Also bei ihm ist es entweder er trifft nichts oder er trifft alles. Das ist ganz komisch. Nein, die Chuan Mirana ist manchmal richtig, richtig gefährlich. Aber ich habe auch Spiele gesehen, da, keine Ahnung, da hat er wirklich ein LKW von innen nicht getroffen. Also Earthshaker, Setup, also Faith und Chuan, da könnt ihr euch die Replays von ESL zum Beispiel anschauen oder von auch teilweise Gruppenphasen. Da gab es wirklich Arrows, da hat er direkt vor seinem Gesicht einen Helden gehabt und hat den Arrow irgendwie vorbei geklickt, keine Ahnung. Vielleicht ist seine Maus ein bisschen dreckig gewesen. Wie auch immer, schauen wir uns das Radiant-Team an. Ja, im Radiant-Team haben wir Newbie, die sich hier durchgefightet haben bis in die letzte Runde, dieses Double-Races hier quasi. Und da haben wir natürlich Hao auf dem Carry Spectre, dazu haben wir Banana auf dem Lich, ja, der frisst hier schon mal gleich die XP bzw. das Creep weg. Dann haben wir Mu in der Mitte auf dem Pack. Dann haben wir noch Sunshine, der wahrscheinlich jetzt mit nach Top geht. Das wird ein Aggressive 3, okay. Das ist interessant. Und natürlich auf der Offline haben wir noch den Doombringer, Xiao 8. Ja, yep, auf alle Fälle. Naja, wie gesagt, Xiao hier alleine zu lassen, ist wahrscheinlich gar nicht so schlecht. Obwohl, Shadow Shaman, das wird Dual Lane. Das wird nicht Aggressive 3. Ja. Also auch ganz, ganz interessant. Ja, das Gute ist halt eben der Lich, der immer die Creeps quasi opfern kann. Immer das XP wegnehmen kann und es ist halt sehr viel wert, gerade auf der Offlane. Und wir sehen sie sogar Ferrari auf der Safe Lane Tinker. Wir sehen das immer öfters, auch wenn ich davon nicht so viel halt vom Safe Lane Tinker. Aber man sieht es immer öfters, dass der Tinker auf der Safe Lane gespielt wird und das ist natürlich ein Riesenvorteil, wenn die Creeps, wie wir es hier sehen, an den Tower rauspushen. Dann kann hier easy last hitten, zack, zack, 1, 2, so, Money in the Bank. Ja, was natürlich ganz wichtig ist, das Spiel hier. Hier geht's um Core-Items. Ich meine, Herrgott, Heffler, was redest du? Ja, natürlich. Es geht immer um Core-Items. Nein, ich meine nur, weil das mag vielleicht jetzt doof klingen im ersten Moment, aber hier in dem Spiel ist wirklich, die Core-Items werden entscheidend sein, weil sie sind einfach, ja, der Blinkdecker auf Pack für die Initiation muss in der Mitte halt ganz schnell rauskommen und natürlich Doom, den wir hier unten jetzt gerade mit Tidehunter und Sunshine in einem Duell sehen. Sie können ihn am Ende nicht killen, aber natürlich eine ganze Menge Harass-Damage machen. Aber wie schnell hier Xiao 8 sein Hand of Midas rauskriegen wird, wie oft er, also wie schnell er dann dieses sozusagen Double Devour hat, das ist ganz, ganz wichtig. Auf der anderen Seite haben wir natürlich, ganz, ganz wichtig, wahrscheinlich das wichtigste Item überhaupt für IG in den ersten 20 Minuten, die BOTs auf dem Tinker. Oh, der Arrow, jetzt, der Arrow! Oh, Arrow in die Fischer. Der Arrow ist richtig, richtig lang. Und jetzt müssen wir halt mal schauen, die Right-Clicks werden nicht genügend sein. Und da rotiert auch der Lone Druid nicht mehr rein. Churan hinterher, aber natürlich alles ohne Browner Boots. Eine Salve auf Hau. Und na, da muss er noch aufpassen, sie creeps jetzt nicht, aber das ist natürlich Heiko und die haben keine Vision. Okay, das war das erste Mal richtig knapp. Was auch richtig, oder nicht so knapp war, aber trotzdem, Harass Damage auf Xai ist auch relativ hoch. Also die Chinesen richtig, richtig aggressiv hier. Das ist so ein bisschen wie Tischtennis, da sind sie auch super aggressiv. Ja, das. Ja, Tischtennis, super. Ja, okay. Ja, die Chinesen sind die übelste Gosu sind Tischtennis. Ich weiß. Ich habe selber mal gespielt. Oh, jetzt aber ist ein Arrow in der Mitte, aber. Boah, Mu. Ich weiß gar nicht, ob er den gesehen hat, aber wenn er den gesehen hat, dann war er richtig cool. Und wenn er den nicht gesehen hat, dann war er richtig lucky. Ja, das ist. Skill ist dann, wenn Glück zur Gewohnheit wird, sozusagen. Ja. Aber ja gut, braucht man auch mal. Mein Gott, warum nicht? Also auf die Mitte. Können wir vergleichen mit 12, 11, YYF. Yep, Sloan Druid besser. 5-4 und das ist enorm die Mitte hier. Gut. Ja. Schau dir das mal an, YYF. 12, 11. Die Denies, die er hier zusammenkriegt, absoluter Wahnsinn. Jetzt fängt Mu an, ein bisschen aufzuholen, aber Herrgott, 7-4, das ist
Wow, also gute Vorstellung hier von YYF auf dem Lone Druid. Und jetzt haben wir hier Xiao 8 bisschen gegen Xi, aber auf der anderen Seite, da ist Juan Invisibility Rune, aber ich denke nicht, dass sie auf Xiao 8 hier irgendwas machen können, weil sobald der Scorched Earth anschmeißt, sie haben nicht genug, sie haben ja nicht mal Gush, oder haben wir einen Punkt in Gush? Nein, es ist ein 2-3-Bild hier, 2 Punkte Krakenshell, 1 Punkt Anchor Smash, damit kannst du nichts veranstalten, was Ganks betrifft. Auch wenn du dann right-clickst, dass der Base-Damage relativ hoch ist. Aber in der Mitte könnte man natürlich was veranstalten. In dem schönen Winkel hier ein Error of Mood, das könnte was bedeuten. Entangle, das wäre ja definitiv möglich. 625 HP-Pool auf Mood ist nicht sehr überzeugend. Soaring, fertig auf Ferrari. Ja, gut, das sieht man halt wieder, wie aggressiv sie eigentlich spielen wollen, beziehungsweise Soaring ist sowieso ein super, oder das beste Item überhaupt auf Tinker, das es gibt natürlich neben den Boots of Travel, aber, jetzt sehen wir vielleicht und schauen wir das Skillbild an von Ferrari, er hat noch nichts gepickt, er hält sich die Option noch frei, ob er wirklich auf den Combat-Tinker geht, oder ob er sagt, oh, wir kriegen hier zu viel Druck, zu wenig Farm, etc., etc., Leute, wir müssen, oder ich muss in den Jungle und mit March of the Machines hier dann aufholen. Was natürlich aber auch interessant ist, er hat am Anfang wirklich nur 2 Branches. Also das ist ganz interessant, weil auf Tinker sehen wir meistens einen Null-Talisman und dann 2 Burrow Tangos oder so, aber hier, wir haben es gerade gesehen zum Beispiel, er hat den Range Creep getappt, dann die 2 Tower Hits und dann hatte er mit seinem Base Damage nicht genug, um den Last Hit zu machen. Und das ist halt wirklich sehr frustrierend, obwohl Tinker eigentlich, naja, keinen so geringen Last Base-Damage hat, also 62, naja. Ist okay, also man kann auf jeden Fall jetzt, mitarbeiten. Er hat sich entschieden, schau dir das an, 3 Punkte March of the Machines, jetzt geht's los. jetzt geht's los, auch in der Mitte, da ist ein Arrow, aber schade, der Creep hat den Arrow abgefangen, direkt nachdem da ein Entangle war auf Mu. Aber es ist schon ziemlich krass, Mu, ein Entangle kostet ihm mehr als ein Drittel seines Lebens. Ja, also das ist halt das Problem, wenn der Lone Druid Glück hat gegen so Heroes, die halt einen geringen Pool haben. Aber auch Juan, also der ist Level 2 immer noch, der roamt hier von Top nach Bottom in die Mitte, recht rauf, runter, also der macht alles irgendwie. Der bräuchte halt mal so einen richtig guten Arrow, wie wir vorhin ihn gesehen haben, auf Spectre. Da war er halt allerdings zu weit weg, um noch irgendwas zu machen, aber er versucht es halt wieder jetzt in der Mitte. Also mit dem Entangle und dann Arrow rein, der könnte natürlich was gehen. Ja, da könnte auf alle Fälle was gehen. Wir sind in der 6. Minute, also es scheitert nicht an dem Versuch, irgendwas zu killen. Es ist einfach so, dass, ja, bisher hat der lange Arrow gefehlt, beziehungsweise der Follow-up. Wir haben schon einmal schön auf Spectre gesehen, super lange Arrow mit einer Fischer, mit Right-Clicks und so weiter, aber dann halt ein Earth-Shaker. Ist nur nichts, was dich irgendwie, oh, Juan, hüpft direkt rein in die Invi-Rune und jetzt muss natürlich Mu aufpassen. Kommt ein Arrow irgendwo hinterher geflogen? Ja, jetzt kommt ein Arrow und der Arrow, na, Face-Shift, der ist... Der war sich der Sache absolut bewusst, dass da was geflogen kommen kann. Und jetzt ja, mit dem Orb holt er sich noch den Right-Click. Versucht auch eine ganze Menge Right-Click auf den Bär zu machen, aber ob sich das lohnt, ist halt wieder so eine Frage. Er hat für den Bär Right-Click wieder ein CS weggegeben. Das ist zum Beispiel so eine Entscheidung, die kann ich einfach nicht unterstützen. Ich denke, er ist so weit in CS hinterher oder hat jetzt eigentlich aufgeholt, aber trotzdem, die Denies sind Wahnsinn, ja. Auf YYF. Gerade gegen Puck, der eigentlich von seinen Leveln auch mit unterlebt, weil frühe Dreamcoil oder frühe Level machen halt den Hero erst so stark, wie er letztendlich ist. Und eine interessante Itemwahl haben wir im Übrigen. Wir haben tatsächlich keine Midas auf dem Doom auf Xiao 8. Das ist, und überrascht mich jetzt ein bisschen, weil die chinesischen Teams tendieren dazu, immer Midas auf Doom zu bauen, egal auf welcher Position er ist. Oh, jetzt Xiao, ja, vielleicht nicht. Oh, jetzt hat das Ultimate kommt raus und San Sheng. Ja, wird die Sache beenden. Das ist unser First Blood auf alle Fälle. Die Frage ist, können sie, ja, die Rotation haben sie sogar abgebrochen hier, wer war denn das, ich weiß gar nicht, wer da rein rotieren wollte, ob das Juan war oder irgendjemand, aber, ja, definitiv abgebrochen, weil es, ja, ganz easy kill, das war das erste Doom, frisch Level 6, beziehungsweise Level 7, von daher, ganz easy. Easy peasy, ja gut, da hat sich ja doch rendiert, aber wie gesagt, keine Midas auf dem Doom, er geht, Utility Items, also Arcane Boots straight into Mechanism, so wie es ausschaut. Ja. Yep. Aber es ist auch eine gute Wahl. Also, es ist nicht besser oder schlechter, sondern es kommt darauf an, wie sich dieses Spiel entwickeln wird. Und ich denke wirklich, dass sie eher die Fights dann auch provozieren wollen mit dem, wie heißt, Dreamcoil, mit dem Chain Frost und mit dem Doom zusammen. Und mit Spectre dann natürlich farmen kann, aber immer dann wieder in die Fights reinkommen, beziehungsweise joinen kann. Aber wo Spectre?
Der Farm ist gar nicht so gut, muss ich sagen. 22-2 hier gegen 30-9 auf Ferrari. Wie gesagt, Ferrari mit seinem March of the Machines. Das ist halt der Nachteil an der March of the Machines Build, dass du der Spectre eine ganze Menge Farm sozusagen in den Hals placed hier. Es ist einfach so, weil March of the Machines, es ist halt kein selektives CS-Ding, es ist halt einfach nur, aber jetzt, oh, der Arrow, der trifft hier, nein, der Arrow trifft nicht auf Hau, das waren nur die Fische. Es sah sogar aus, als hätte die Fische ihn ein bisschen nach oben gepusht, hast du das gesehen? Ja, ich glaube, der Arrow hätte eventuell sogar connected ohne die Fische. So, auf jeden Fall wäre Hau instinktiv erstmal zurückgelaufen sowieso und dann hätte es vielleicht gereicht. Ja. Aber ich hab's, das Lustige ist, ich hab gesagt, ich hab viel Action versprochen, aber wir sind wirklich in 8 Minuten oder 9 Minuten jetzt fast und wir haben keinen Kill. Aber ich kann es immer noch mal betonen. Ein Kill, den First Blood auf Titan, aber seitdem war es halt ziemlich ruhig und das war auch nur ein 100%iger mit dem ersten Doom und uns dann schenken dann in den Bäumen campen sozusagen. Aber jetzt wird's interessant. Hier ist ein Doom in der Mitte, ViOF kriegt das Doom ab, da können sie gar nichts machen. Dreamcore hinterher auch sehr schön mit dem Immortal, oh, da kann er gar nichts machen. Wird jetzt noch gestunt, da kommt der Orb durch. Noch ein schönes kleines Entangle auf Xau, aber oh, jetzt kommt die Ravage schön auf beide. Sie müssen sich auf Spectre konzentrieren, die hat aber keinen Spectre Decker mehr. Also, jetzt der Right-Click, ja, Urshaka kriegt ihn durch. Und das war's aber dann auch schon. Also, das Lustige ist, ich denke, sie hätten die Spectre gar nicht gebraucht. Ja. Ich denke, die Spectre hier reingehen, okay, hat Experience bekommen, bisschen Gold, hat schön gekauft, noch bevor sie gestorben ist. Double plated, Plates of Attack, plus halt Town TP. Town Portal, ja. Schon richtig. Ja. Jetzt, Juan versucht den Deny of Bottom, aber kriegt ihn halt nicht hin. Aber trotzdem, ich denke, es war gar nicht nötig. Spectre hätte oben weiter farmen können. Aber na gut, Licht freut sich auch, kriegt halt hier ein bisschen XP. Spectre TP jetzt erstmal rein, kriegt einen Laser direkt ins Gesicht, plus noch den Tower Damage, March of Machine Damage. Aber jetzt sagt erstmal Hallo zu Ferrari und sagt so, hey, alles ist auf Cooldown, jetzt kann ich dich verfolgen und einfach ein paar Right-Clicks reingeben. Richtig, Ferrari hat im Übrigen auch noch keine Boots of Travel. Ist 1800 Gold, also ein bisschen was fehlt ihm noch, aber wenn er die natürlich abhaut, wird er irgendwie versuchen, das zu farmen. Schauen, die Engines, ja, die Engines werden sogar gestackt hier für Ferrari wahrscheinlich zum Abfarmen oder für Xai. Ja, das ist ja das Gute, sie haben zwei, die das machen können. Entweder der Titan holt sich das. Du kannst halt unterwegs ganz dynamisch entscheiden. Tinker farmt derzeit die beiden Jungle Camps hier, die mittleren Jungle Camps mit Level 4 March of the Machines, also ganz easy für ihn. Er hat seine BOTs zusammen, also ich vermute, eventuell wird Xai den Zucker selber nehmen, um A, Mac zu finishen und dann direkt rein in vielleicht in den Blinkdecker zu gehen. Ja. Aber er, gut, er stackt es auch für sich selber. Ein Blinkdagger ist natürlich immer wichtig für den Titan. Ja. Er hat auch alles, was er braucht dafür. Er kann den Buckler jetzt finishen. Ja. Wie gesagt, also, ja, okay. Ein Anchor Smash. Ein bisschen vor- und zurückpolen. Positioniert sich jetzt schön und okay. Er fängt an zu farmen. Und wieder, Aleria hat es im letzten Cast schon gesagt. Und jetzt, oh, schön in der Mitte. Da haben wir Ferrari, der auf den Bär TP, March of the Machines, natürlich ein bisschen Druck hier macht. Da kann Puck zum Beispiel überhaupt nicht rein. Ein Puck stirbt in den March of the Machines einfach weg. Und ja, Xai holt sich die ganze Sache selber. Das sind 800, 900 Gold. Zack, da haben wir unsere Mech auf alle Fälle fertig. Mech Carrier, der Titanter, ist fertig. Und jetzt haben wir in der Mitte hier, okay, die Cliff wird angewendet. Das war eine Creep Wave plus Bear plus Siege Creep. Da hat sich die Cliff auf alle Fälle gelohnt. Aber jetzt, der Bear macht natürlich weiter. Und da kann Mu halt auch nicht viel machen. March of the Machines, er kann dort nicht reinrennen. Aber jetzt, oh, jetzt geht's hier in der Mitte los. Da haben wir Doom auf YYF. Faith ist schon down und Spectre ist reingekommen. Sie versuchen den Bär zu holen. Sie wollen den Bär. 300 Gold, da haben wir's. Ist dann resummon. Eventuell, wenn er dann noch wartet. Aber oh, das Ultimate und das Bounce. Zweimal, wunderbar, dreimal. Jetzt hört's aber leider auf. Aber jetzt wird hier der Ravage was gemacht. Xau hat kein Scorched Earth mehr. Trotzdem, sie müssen sich zurückziehen. Zur gleichen Zeit sind natürlich dieses Master of Rewards auf den Tower. Und jetzt aber, oh, how! Das war ein großer Fehler. Da hat er in den Wards Woche geblockt. Aber jetzt ist der Bär in den Wards geblockt. Jetzt können sie eventuell zweiten Bär hier noch down kriegen. Entschuldigung, das wäre es natürlich. Aber wer überlebt hier mit 250 HP. Das wäre ganz schlimm gewesen für YYF. Der zweite Bär einfach hinterher. Das zweite Mal 300 Gold natürlich ins Nirvana geblasen. Aber trotzdem, richtig guter Fight für Nubi hier. Ja, also definitiv. Das war auch super executed, also an und für sich auch die Smoke-Rotation, die haben das genau gewusst. Die haben halt gewusst, IG wird es jetzt machen und wenn sie den Fehler machen, da zu lang zu stehen oder nicht konsequent den Tower zu pushen,
Dann kommt einfach hier diese Mega-Rotation, auch mit dem Doom sehr schön getargetet. Auch die Rasterwards an der richtigen Stelle waren im Teamfight drinnen und konnten danach noch den Tower pushen. Also das war perfektes Placement an und für sich von Zhang Sheng. Hier großes Kompliment auf jeden Fall. Und ja, Newbie ist on fire. Ja, es ist jedes Mal dasselbe. Also wieder so ein Paukenschlag, wie wir es in den anderen Spielen gesehen haben. Zack. Teamfight, ein, zwei Leute direkt rausnehmen, downbursten und ein Tower oben drauf. Gleiches haben wir gegen Titan und Navi gesehen und jetzt halten sie sich wieder ein bisschen zurück, warten bis ihre Ultimates da sind, zum Beispiel wie Doom. Spectre, wie gesagt, noch 15 Sekunden. Sie wären im Prinzip in den nächsten 20 Sekunden sind sie wieder einsatzbereit. Auch hier Sun Sheng wäre wieder da. Mass Serpent Wards, eine Sekunde, sind jetzt ready. TP ist schon da, könnte jetzt top TPen und. Ja, jetzt müssen wir mal schauen. Ferrari, okay, March of the Machines macht das Ganze natürlich noch schwieriger. Jetzt Xiao kriegt eine ganze Menge Schaden. Aber, oh, am Ende, Arrow fliegt hier vorbei. Jetzt Banana kann halt auch nicht viel machen. Level 4, Blast zwar, aber jetzt, oh, sie gehen rein. Kommt dann Doom, Doom auf den Tidehunter. Da wäre sowieso kein Ravage ready gewesen, aber sie fokussieren sich jetzt auf den Tidehunter. Bear in der Zwischenzeit versucht ein schönes Entangle. Der Tinker hat sich schon aus dem Staub gemacht, aber am Ende, BioF stirbt hier auch noch neben dem Tide und das bedeutet, Newbie wird hier höchstwahrscheinlich jetzt wahrscheinlich auch noch auf den Tower gehen. Sie haben alles, was es braucht. Mass Serpent Wards, alles ist ready. Nur March of the Machines, das wäre natürlich wirklich so ein bisschen Cockblock, aber, hier, yeah, da ist wieder aus Gena Ferrari und er zerplatzt einfach. Jetzt noch schön Aerostun und Fischer, aber am Ende Faith muss hier auch noch aufpassen. Xiao kriegt eine ganze Menge Schaden, pack, holt sich noch den Mirana Kill hier rechts daneben und am Ende, es ist ein voller Team-Vibe, Master-Rewards, arbeiten nicht. Schon im Tower, Newbie, wow, einfach nur wow, EG wird hier einfach nur wegrassiert, wunderbarer Fight. IG, nicht EG, aber prinzipiell ist die Aussage natürlich richtig, also, oh mein Gott, wie gut war das Ding gespielt, also, ich ja, kann es nur unterstreichen, geil. Also, wow. Das war ein Team-Fight. Wo ich gedacht habe, oh okay, sie haben alles genutzt, außer Mass Serpent Wards, jetzt gehen sie zurück, eventuell gegen March of the Machines gehen sie nicht an, aber dann, du hast es richtig gesehen, ich denke, Hao hat den Call gegeben im Voice, du hast es richtig gesehen, alle waren schon so ein bisschen, naja, einen Schritt zurück, und dann hat er gesagt, nee, zack, Spectre Decker rein, Leute, wir haben gute HP und so weiter, das ist nur ein Tier 1 Tower, und du hast noch Scorched Earth, zack, rein geht's da, und dann Waning Rift, und Orb Damage auf den Tinker, du hast gesehen, wie er zerschmolzen ist, ich meine, er hat nur 800 HP, in Soaring, den er verwendet hatte, bisschen Kollateralschaden und das ist es dann mit Tinker HP Pool. Da ist nicht mehr viel übrig. Ja, richtig. Deshalb finde ich auch den Safe Lane Tinker nicht so überragend, weil er kriegt halt an Stats bzw. XP Level halt relativ wenig dazu und dann fällt er halt auch relativ stark ab, wenn man springen kann. Gerade mit Vector Counter Tinker, gerade im späten Mid-Game bis Late-Game enorm, allein durchs Ultimate. Oh, jetzt oh, das ist ein schöner Arrow hier auf Mu. Der ist richtig lange. Jetzt kommt Dagger. Das ist aber nur Level 1. Jetzt noch eine Fischer. Kann er hier noch Face-Shift-Dagger? Nein, kann nicht. Aber Dreamcoil kommt raus und Spectre kommt rein. Er lebt immer noch. Mu ist am Leben. Jetzt kommt das Ultimate des Bounced auf Ferrari. Es geht wieder zurück. 3 sind down. Ich kann das überhaupt nicht glauben. Da war noch eine Ravage gewesen, aber hat er nicht angewendet. Jetzt hat er natürlich auch Probleme. Da kommt jetzt ein Frostblast. Ist geslowed. Und ist der GG-Call. Das ist es. Das war vorbei. 16 Minuten, 16,5 und sie kriegen sogar noch den Tidehunter Kill hinterher geliefert. 13-1. IG fällt hier einfach unter dem Druck von Newbie und Newbie rasiert hier durch das Bubble-Verfahren in. Slevin red weiter, ich bin fertig hier. Aber weißt du was? Du hast ein actionreiches Spiel versprochen. Die ersten 5 Minuten lagst du voll daneben und danach ging es richtig ab. Und das ich ging denke, richtig ab. Dieses Versprechen hast du gehalten auf jeden Fall. Ich hab's ja gesagt, das ist die Core-Items. Sie haben auf die Mac gewartet, sie haben auf die Blinkdecker gewartet und dann zack, ging's los. Und auf der anderen Seite, schau dir mal bitte den Farm an, das kannst du total vergessen. Juan hatte gar nichts. Der Tinker, okay, BOTs hat er relativ schnell zusammengekriegt, aber Herrgott, March of the Machines hat dann auch die Leute nicht so zurückgehalten, wie das sonst normal der Fall ist, weil sie halt auch sehr aggressiv waren. Wie auch immer, Leute, also was für ein Spiel. IG wird hier wegrassiert, eigentlich gegen besseres Wissens. Also nach der ESL hätte ich gesagt, okay, sie können auf alle Fälle gegen Newbie hier ankommen, aber Spiel 1, Newbie ohne Probleme, 13-1. Der Ehrenkill sozusagen ist noch passierbar. Ansonsten fast ein perfektes Spiel. Super schnell. Auch eine gute Entscheidung von IG, denke ich mal. Manchmal ist es besser, einfach ein Spiel aufzugeben, anstatt irgendwie demoralisierend weiterzuspielen und dann in Spiel Nummer 2 total mit verkackten Laune und Mindset. Keine Ahnung, wie man es auf Deutsch sagt. Wie auch immer.
Spiel Nummer 2 kommt gleich. Bisschen Werbung, bisschen Musik. Bis gleich. Bis gleich, mach's gut.